Ich bin einfach der Sniper-Gott. Junge, Dutz. Sieg. Zuletzt bei Super Mario Party. Es ging auf dem Obstbrett sehr gut für uns weiter. Nachdem wir auf normalem Wege uns den ersten Stern sichern konnten, konnten wir mit Hilfe der Sternröhre sogar gleich einen zweiten Stern oben drauflegen und somit die Bestenliste anführen. Ausschließlich Daisy konnte sich noch einen weiteren Stern holen und ist damit auf Platz 2. 3 Runden sind noch zu spielen. Schaffen wir es uns, den Sieg zu holen? Fragezeichen. Bruder, irgendwas ist doch heute anders. Ich kann mir aber nicht genau erklären, was. Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Hallo Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Party. Oh Leute, heute habe ich so einen Pulli an, der einen relativ weiten Ausschnitt hat, sage ich mal. Und die Haare jucken so am Hals. Aber ich dachte, für diese Party ziehe ich's durch. 3 Runden noch, Friends. Das Finale. Baba, aufgepasst, es sind nur 3 Runden zu spielen. Hier gucken wir auf die Platzierung. Monty ist auf der 1, wo gehört er auch sonst hin? Daisy auf 2, Luigi auf 3 und der Fettsack auf der 4. Ja, sollte man mehr Sport machen. Aber, naja, ein Applaus. Soll es ein Applaus sein? Er scheint zu sagen Luigi. Okay, irgendwie wird immer der Drittplatzierte supported, kann das sein? Also auf der vorherigen Party war es auch schon der Drittplatzierte. Er bekommt eine versteckte Blockkarte. Keine Ahnung, was es ist. Vermutlich kann er sich einfach einen versteckten Block spawnen lassen. As always, die blauen Felder bringen 6 und die roten Felder minus 6 Münzen. Wir haben aber noch ein Fanart einzublenden, ja, während er jetzt wieder die Felder umbaut. Und zwar da oben. Ja, vom lieben Dumbatz auf Instagram hat er mir das geschickt. Ein richtig geiles Bild, wie Mario so einen Kuchen backt. Ich weiß es nicht genau. Ne, so Mario Party mäßig und dann, oh Mann, immer dieses Backtraining. Ne? Insider Backtracking, Backtraining, ihr wisst Bescheid. Richtig coole Idee. Und ich glaube, Peach war noch hinten dran. Ich hab's gerade die ganze Zeit. Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Natürlich sein Instagram-Name wie immer in der Beschreibung. Und ich habe heute viele kleine Fun Facts für euch dabei. Der erste kommt vom lieben Omega. Der hat nämlich gemeint, dass man auf diesen Itemfeldern auch mit sehr, sehr viel Glück eine Goldröhre ziehen kann. Ja, das mächtigste Item wohl im Spiel kann man auch auf diesen Itemfeldern bekommen. Spannend zu wissen, ist, denke ich, ganz cool. Ist unnützes Wissen, mit dem man prahlen kann, wenn man mit Leuten über Super Mario Party redet. So, sie hat jetzt gerade den Goldpilz gezündet und marschiert jetzt hier easy entspannt über die Brücke und kommt, glaube ich, damit... Nein, noch nicht zum Stern. Okay, alles klar. Und sie kriegt eine Fly Guy Karte. Er klaut ein Item vom Gegner. Oh, okay. Interesting. Auch Luigi zündet sich ein Item raus. Oh ja, da habe ich gerade die Goldröhre gesehen. Ich habe sie gerade gesehen. Ja, sie ist wirklich da. Ist, glaube ich, ganz spannend zu wissen. So, wir sind dran. Habe ich ein Item? Nö, alles entspannt. Ich könnte mal Luigis Würfel nehmen, aber mir reicht eigentlich der normale tatsächlich. Ich bin mit dem normalen Würfel sehr zufrieden, ne? Weil Luigi hat jetzt nämlich noch eine 2 hinterher. Wusste ich. Ja. Und mit einer 7 können wir immerhin schon mal ein bisschen Weg zurücklegen auf ein blaues Feld. Spektakulär. So, ne, solange noch keiner sich einen Stern holt, bin ich mit meinen 2 Sternen ganz zufrieden tatsächlich. Und wir kommen zu einem 4-Spieler-Minispiel. Und zwar verflixte Fuzzies. Okay. Oh, das kennt man doch aus Trailern, oder? Okay, ich muss einfach nur den... Okay, einfach... Oh, mit Bewegungssteuerung den Fuzzies ausweichen. Ja, ich kapiere. Einfach wird's nicht. Aber... I'll give my very best. Okay. So. Easy. Gar kein Problem. Und die lassen sich direkt mal treffen. So, jetzt hier hoch. Ja. Runter, runter, hoch, runter. Ja. Alles easy. Bisher. Oh, Leute. Oh. Okay. Jetzt ein bisschen hoch. Ich erkenne zwar gar nichts, aber ich habe gewonnen. Ich habe einfach null auf die anderen geachtet. Ich bin einfach nur irgendwie rumgeflogen. Und auf einmal, yo, du hast gewonnen. Ich so, okay, alles klar. Den Sieg nehme ich gerne mit. 8 Münzen für mich. Cool.
Aber die Münzen bringen mir solange ich nicht zum Stern komme. Und wir kommen gleich zum nächsten Fun Fact, Friends. Ja, komm, heute hau ich raus, ne? Heute liefere ich euch die Fakten, ja. Das ist ja fast schon wie. Hat Tuttle nicht früher mal dieses so ein Videoformat gemacht? What the fact? Ja, genau, so fühle ich mich heute. Das erste Spiel, wo mein aktueller Partner Waluigi vorkommt, war Mario Tennis für den N64. Seitdem ist er quasi so am Start und wird auch vom selben Sprecher gesprochen wie Mario, nämlich von Charles Martinet. Übelst wichtiger Fact. Sie wechselt nochmal die Insel und ich habe Angst, dass sie auf die Insel kommt, wo der Stern ist. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein. Luigi holt sich einfach noch ein Item. Ich glaube, das ist einfach das dritte Item, was der jetzt hat. Ich glaube, der hat jetzt 2 Goldpilze und noch eine, hier diese versteckte Blockkarte. Whatever. Wir laufen einfach weiter, Freunde. Wir sind einfach total unbeirrt und streuen hier einfach so ein bisschen rum. Wir würfeln ganz solide. Na, dank Waluigi ölt sich unsere Würfelzahl immer noch ein bisschen so. Wir könnten jetzt theoretisch wieder zurück. Ich guck mal, wenn ich mit einer 6 könnte ich die Insel wechseln, wenn ich wollen würde. Oder ich kann mir ein Item holen. Aber ich weiß es nicht. Insel wechseln, Item holen. Komm, holen wir uns ein Item. Vielleicht haben wir Glück und kriegen eine Goldröhre so. Was soll's, ne? Huah. Naja, fast. Wir können uns ein Item klauen, das wird uns aber nichts mehr bringen. Schade, auf die falsche Karte gesetzt. Aber null Problemo. Gar kein Stress. Ich fühle mich so lange gut, solange Daisy nicht 2 Sterne hat. Wobei halt einfach die Bonussterne einfach noch alles rausreißen können. Das ist. Bevor nicht die Bonussterne ausgegeben werden, kann man sich nicht safe fühlen. Oh, was ist das? Okay, wir laufen rum. Durch Schütteln füllen wir auf. Okay, und wir feuern quasi einfach auf die. Ah, unser Ziel ist es, die runterzuschießen. Ja. Ich glaube, unser Ziel ist es, die. Aus dem Brunnen spritzen. Ja, wir müssen sie. Okay. Ich wollte gerne gucken, ob es um Punkte geht oder ob wir die wirklich runterschleudern müssen. Es geht wirklich darum, sie runterzuschleudern. Cooles Game. Und das finde ich nice. So, erstmal aufladen. Batz. Oh nein, 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 nein. Bleib mal auf Abstand. Wir entfernen jetzt erstmal Daisy. Zack. Nein! Oh, die stand so schnell am Rand. Aufladen. Ich lade nochmal auf. So, ich warte mal, bis die hier ein bisschen an den Rand laufen. So, Luigi steht hier ganz gefährlich. Mario auch. Und. Oh! Ich bin einfach der Sniper-Gott. Junge, Dutz. Sieg. Das war nice. Das ist ein cooles Minispiel. Aber das ist, glaube ich, ein Spiel, das wirst du nie gewinnen, wenn du nicht gegen Bots spielst. Weil du einfach immer in die Mitte laufen musst und damit quasi schon gewonnen hast. Letzte Runde. Und letzter Fun-Fact. Naja, es wurde eine Parallele zu Mario Party 1 gezogen, meine lieben Freunde. Wurde hier quasi eine Parallele zu Bob ums Feld oder zum Wario-Brett gemacht, weil man da auch zwischen 4 Inseln hin und her hüpft. Auch ein nicer Fact, der vielleicht interessant für euch ist. I don't know. Ich finde sowas spannend. So, so Referenzen zu alten Spielen, eh immer beste Leben. Gut, Wario wird uns nicht mehr gefährlich. Was macht Daisy jetzt? Da habe ich halt tatsächlich noch Angst vor. Würfel irgendwas Kleines und stress mich nicht. Das ist Betrug. Weil sie jetzt genau. Wenn sie keine 6 gewürfelt hätte, dann wäre sie einfach nicht zum Stern gekommen. Nur mit der 6. Und ich wette, über die Bonussterne gewinnt sie. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich habe die Party schon als verloren im Kopf. No joke. No joke. Da. Wenn sie keine 6 gehabt hätte, wenn sie nicht die höchste Würfelzahl gewürfelt hätte, wäre sie nicht zum Stern gekommen. Aber juckt sie ja nicht, ne? Sie ist ja ein Bot. Jetzt habe ich Haare im Gesicht. Ich könnte im Strahl reiern. Ich wette, die Bonussterne werden uns richtig mies durchnehmen. Sie kommt noch auf ein Glücksfeld. Was heißt das? Okay, sie kriegt nochmal ein Item, das juckt mich nicht. Damit habe ich keinen Stress. Mach keine Faxen, Luigi. Okay, er holt sich den versteckten Block. Und hustelt sich einen Stern raus. Oh yeah!
Wo sind wir hier? Sind wir bei How to den Spieler richtig mies in die Fresse hauen? Das ist doch nicht mehr feierlich. Okay, letzte Runde. Wir sind ja noch auf Platz 1, ne? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich hole mir die Fly Guy Karte und klaue mir ein Item von Daisy. Mal gucken, was passiert. Bringt mir, glaube ich, nichts mehr, weil ich das Item ja nicht mehr einsetzen kann, ne? Ich habe die Fly Guy Karte geklaut. Willst du mich jetzt in der letzten Runde nochmal... Wollt ihr mich jetzt in der letzten Runde nochmal so... Ey, ne? Was können wir mit der 7 noch erreichen? Wir kommen auf jeden Fall wieder hier hoch. Und ich nehme diesmal das grüne Paket. Letztes Mal hatte ich ja das rote. Jetzt nehme ich das grüne. Mhm, ja. Okay. Nee, die letzte Runde läuft bisher eigentlich recht entspannt. Okay, wir wechseln nochmal die Insel. Juckt uns nicht mehr. Ein Minigame noch. Und dann werden wir erfahren, ob wir die Party gewonnen haben oder nicht. Ich bin äußerst gespannt, Friends. Herz am rechten Fleck. Das habe ich eigentlich. Okay, was geht's? In Richtung Herzblick, ne? Ach so, einfach nur oben, unten, rechts, links drücken, ne? Okay, das müsste eigentlich machbar sein. Okay, wir müssen einfach nur oben, unten, rechts, links drücken, je nachdem, wo das Herz ist. Und das Herz kann verschiedene Farben haben. Das habe ich schon gesehen. Das heißt, man darf nicht auf die Farben achten, ne? Boah, kommentieren ist jetzt ganz schön schwierig tatsächlich. Oh Gott, das ist übel schwer. Oh Gott, das fordert so viel. Was? Luigi hat mich abgezogen? No way. Alter, ich dachte wirklich, ich wäre gut gewesen. Aber die Bots haben teilweise so schnell in die richtige Richtung geguckt. Okay. Wir kommen zum Ende, Freunde. Jetzt kommen wir nochmal zum offiziellen Betrug. Ja, Mann, Sonnenuntergang fürs Inselabenteuer, Papa. Wer von denen hat jetzt gewonnen? Ja. Ich glaube nicht Monty, weil der ist fett. Also dann, Bonussterne. Item-Bonus. Habe ich viele Items eingesetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Okay. Und der Flitzerbonus? Alter! Wer ist der beste Mario Party-Spieler auf diesem Planeten? Oh mein Gott, damit hätte ich einfach null gerechnet. Aber unser Sieg, meine lieben Freunde, geht an uns. Das fühlt sich verdammt gut an. Details? Nee, eigentlich juckt es mich nicht. Eigentlich juckt es mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Weg damit. Ich brauche diese Statistiken nicht. Wir bekommen 2000 Partypunkte, was auch immer die bringen. Wir gehen zum Partyplaza. Ja. Nice. Bravo, das war fantastisch. Riesenobstparadies geschafft. Bravo. Ah, okay. Wenn wir die Party gewinnen, dann werden diese Bretter als geschafft markiert. Okay, okay. Sehr spannend. Dann werden wir beim nächsten Mal in die Pulverfassmine gehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und bis zum nächsten Mal, euer Hübi. Haut rein.